die Arzttasche nehmen. Ganz, ganz wichtig. Allen voran. Oh, endlich wieder sprinten. Doppelspeichern. Third Person. Waffe auswählen. Oh ja. Antimaterie-Rifle, aber bitte nicht mit der panzerbrechenden Munition. Wir nehmen erstmal Standard-Munition. Nein, nicht schon wieder. Immer wieder dieser Bug. Was möchte er denn? So. Waffe wechseln, wegschmeißen, aufheben, wieder annehmen, die 6 drücken, Muni wechseln. Geht doch! Easy peasy! Wir müssen genau in welche Richtung? Hier hoch müssen wir. Verschieben, das ist hier lang. Schön. Und das Flussbett haben wir immer schön im Auge. Falls sich da irgendwas regt. Hier waren wir ja schon. Endlich wieder sprinten. Ja, ja, ja. Vorsichtig. Nicht, dass wir uns gleich wieder verkrüppeln. Ich krieg sowas hin. Aber nicht nur ich. Da gibt's auch andere Spezialkandidaten. Alles ruhig hier. Da hinten, das sieht doch schon mal sehr ortschaftlich aus. Da oben hängt auch schon irgendwer rum. Sogar ein Gegner. Und wir kommen natürlich jetzt nicht von der perfektesten Seite. Na, lebt ihr noch? Ja, die leben noch. Aber die sind doch böse. Speichern und dann gleich wegballern aus dem Schlaf. Mit dem Buffalo Killer. Guten Morgen. Ja, alles klar? Gar nicht wach geworden? Der ist gefährlich, ja? Bitte nicht verkrüppeln, bitte nicht verkrüppeln, bitte nicht verkrüppeln. Er ist natürlich gepanzert. Weg, weg, Idi, Idi, Idi. Das habe ich mir anders vorgestellt. Wir hätten Minen auslegen sollen oder so. Wo willst du hin, Mann? Bleib hier. Haben wir alle? Wow, wow, von wo? Brutal Juggernaut. Raoul, du schaffst das. Aus dem Laufen. Stehen bleiben. Meine Güte. Raoul, du brennst noch. Hör auf damit. Magnum-Pistole. Ja, lohnt sich, lohnt sich, lohnt sich. Das sowieso. Kohle. Oh, Shish-Kebab. MK2. Haben wir das schon? Nein, können wir mitnehmen. Lohnt sich sogar. Haben wir den Brutal Juggernaut Helmet? Auch nicht. Können wir mitnehmen. Schöni. Klasse. Was war jetzt nochmal mit Auto-Stimpack? Ich dachte, ab 50% würde das wirken. Hat er das schon genommen? Wo ist das hin? Gute Frage, nächste Frage. Spritze. Jupp. Nein, nein, nein. Die Kohle natürlich. Und ein Gladius. Ach, den Gladius nicht vergessen. Der lohnt sich immer. Ja. Und noch ein Gladius sollten wir gleich vermengen. Bevor sich das zu sehr sammelt. Zack. Waffen. Machetengladius. 1, 2, 3. Ideal zum Verkaufen. Aber auch erst jetzt, ja. Waffe weg. Ne, da kommt einer. Vorsichtig. Die nächste Ortschaft ist da oben. Kommen wir von hier rauf? Wo ist der Gegner? Naja, wir brauchen ja nicht alle Gegner hier aufscheuchen. Kommen wir hier hoch? Geht das? Springen? Nein? Höp. Und höp. Naja, dann eben hier lang. Das wäre doch wohl gelacht, wenn wir hier nicht hochkommen. Oh Gott, wir kommen hier wirklich nicht hoch. Vielleicht sollen wir auch gar nicht hier hoch. Jetzt schon mal speichern. Noch eine Spritze hinterher. Geht doch, jetzt noch ein Stückchen. Wer oder was wartet hier auf uns? Noch mehr Legionäre. Hier muss ein ganzes Nest von denen sein. Boom, Überraschung durch den Helm gefetzt. That's what I'm talking about. Das ist gleich der andere. Der hat das gar nicht mitbekommen, oder? Doch, er hat es mitbekommen. Ihn kurz zur Ruhe kommen lassen. Oh.
Aber bei Klappe die zweite. Das gilt, das können wir drin lassen. Alles andere hätte ich weggeschnitten. Ihr kennt mich da. So. Ja. Und gleich der nächste Machetengladius. Was ist denn hier heute los, Mensch? Das Tal der Machetengladius, Sir. Alles gut. Wir können hier rein. Das ist die Ortschaft, ne? Eine Höhle. Da stand auch irgendwas von der Höhle. Ja. Sehr schön. Projekt Bogenlauf funktioniert noch. Mit dem Antimaterie Rifle im Anschlag. Raketen muss ich mitnehmen. Noch eine Spritze hinterher. Mach auf hier! Sehr leise müssen wir sein. Jetzt hätte ich gern das Gobi-Gewehr. Oh, oh, waren die vielleicht gar nicht böse? Jetzt sind sie es auf jeden Fall, ne? Hat der einen Namen oder so? Muss ich gleich nochmal gucken. Vielleicht habe ich zu viel geschossen. Ja, die kann ich einfach nicht ab, die Caesar's Legion. Aber hier ist alles voll von denen, ne? Hundi? Dein Feld ist einfach mal zu billig. Nein, das war nur ein Standardgegner. Machetengladius, Machetengladius. Und die Kohle. Psst. Schön aus dem Hinterhalt. Warum bin ich denn schon wieder auf panzerbrechende Munition? Das habe ich nicht gewechselt. Und schon wieder kann ich nicht wechseln. Na gut, dann bleiben wir eben auf panzerbrechend. Die haben ja auch eine Rüstung an. Ist schon okay. Das Spiel meint, das ist die bessere Munition. Und wer bin ich, dem Spiel, diesem wunderbaren Spiel zu widersprechen? Und schon sind sie wieder alle cool, tatsächlich. Ist denn das egal, dass ich die gerade umgebracht habe? Naja, alles klar. Offensichtlich sind wir cool. Sorry, dass ich die da vorne erschossen habe, ne? Hey. Hey. Geben Sie mir einen Grund, Verderbter. Verderbter, selber Verderbter. Ave. Verderbter sein Vater. Die Legionäre bei Nelson wurden bis auf den letzten Mann vernichtet. Keine Überlebenden. Ich muss hier natürlich hier die Frau von der RNK befreien. Das bedeutet, wir müssen wirklich alle erschießen. Geben Sie mir einen Grund, Verderbter. Okay, ja, den kriegst du gleich. Wir müssen uns auf einen ganz, ganz krassen Kampf vorbereiten. Haben wir Minen dabei? Die hätten wir... Nee, die haben wir sicherlich alle verkauft. Bei der letzten Verkaufssession. So, der Übermacheten-Gladius. Der Ehre. Speichern. Ich möchte mich wirklich drauf vorbereiten. Psycho. Ganz cool. Ich nehme gerne Psycho. Ausrichten. Und mit wem wollen wir anfangen? Ich würde sagen, den ersten ballern wir so weg und den zweiten mit vollem VRTS. Überraschung! Surprise, surprise! Was? Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung! Den habe ich jetzt wirklich vergeigt. Zack, zack, zack! Kriegen wir noch einen hin? Nee, zu wenig AP. Weg mit dem Hund. Oh, herrlich, Mensch. Wir sind so ein schöner Team. Grandios. Gladius and Riot Scutum. Ja, damit hatte Boone ganz gerne gekämpft gehabt. Warum auch immer. Ist aber kaputt. Deswegen nehmen wir nur deine Kohle mit. Hund ist doof. Jupp, 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 jupp. Macheten Gladius. Again. Und hier noch. Den guten Kram. Einschussflinte war zu billig, ne? Ja, schon sehr lange zu billig. Wir sind hier, um euch zu befreien. Also ganz zufällig sind wir hier, aber wir befreien euch trotzdem. Machetengladien vermengen. Die neuen kleinen. Schlösschen knacken. Wir hätten bestimmt mit irgendwen hier verhandeln können. Du bist frei. Dafür wird die Legion bezahlen. Das ist die falsche Stimme. Hundertprozentig. Legion Explorer Armor. Ich guck kurz.
Haben wir schon. Heftchen, Heftchen, Heftchen. High-Value-Loot, wenn man so möchte. Schmutziges Wasser haben wir gerade nicht nötig. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Sind das radioaktive Ja, sind sie es. Definitiv. Dich hatten wir schon. Ja, dich hatten wir schon. Schloss knacken. Flupdiwupp. Na, hast du die richtige Stimme? Ach so. Jetzt erkenne ich es erst. Aber ich sag dazu jetzt nichts. Ich verschwinde von hier. Die Stimme passt auf jeden Fall. Gumdrops. Nee, nur das Stimpack hier. Sack. Nein. Vielleicht dieser Sack. Naja, das Redaway. Ist in Ordnung. Seesack. Komme ich nicht ran. Warum auch immer. Altmetall, Altmetall. Moni, Moni, Mon, Mon. Conductor müssen wir auch immer mitnehmen. Oh, endlich! Eine zweite, oder also unsere jetzt wieder erste Arzttasche. Alles? Ich glaube schon. Ja, alles klar, aber wir müssen weiter. Du hast ein wenig zu früh auf den Kontext reagiert, Raoul. Beim nächsten Mal eine Sekunde warten und alles wird gut. Wir kamen von... Ich weiß es nicht. Ich muss nachgucken. Lokale Karte, wir kamen von da und sind genau richtig. Den Schacht laufen wir jetzt entlang. Ein bisschen rechts, das lohnt sich nicht. Da ist alles dicht. Da hinten waren wir schon. Den Schacht wollen wir entlang laufen. Am besten mit gezückter Waffe. Ist hier noch einer von der RNK? Oder wird hier nur Kram gelagert? Sollen wir beides recht sein? Ja, reinstecken. Super Stimpack. Red Away. Nehmen wir auch mit. Arzttasche. Prügeln aktuell. Endlich. Noch viel stärker draufhauen. Das Brahmin Steak, ne? Sehr gute Nahrung. Sehr effektiv. Wenn das kleine Hüngerchen wieder kommt. Na, wie tief kommen wir hier rein? Oh, da ist schon wieder einer. Alles cool. Ja, wir werden dich trotzdem umbringen. Sehr schön. Out of the bounds experience für dich. Jetzt kommen sie alle, ne? Ja, sie kommen. Die mögen das gar nicht. Schnappen Sie sie, Boss. Also fast, dass in Ihren Plan passt, meine ich. Es passt total in meinen Plan. Gib mir kurz Rückendeckung. Das Tor geht vor. Na, auf die Kratzer achten. Hier bitte. Hier bitte. Hier bitte. Aber hier bitte. Moni, Moni, Mon, Mon. Na, kommen wir hier ran. Auch an die andere Kiste. Raoul, Rückendeckung. Ich muss looten. Das ist sehr wichtig, dass ich das jetzt loote. Stimpack. Na los. Na los. Schlagringe zu billig. Da kommt ein Hund. Legion Explorer Hood, ich guck kurz. Ist schon in der Liste. Recruit Armor haben wir auch. Boah, Edi, du bist eine richtige Frontsau geworden. Jo, dankeschön. Und wir brauchen nur noch Looten. Schön, schön, schön. Wir haben so viele Macheten-Gladiusse. Gladien, Gladien. Weggehauen, wo ist der andere? Ich sehe ihn nicht. Der VRTS auch nicht. Legionarius. Immer noch nicht. Oh, was ist denn hier bitte los? Da ist er auch schon. Der gepriesene, der angepriesene Hunger. Hau rein, frische Karotte. Reicht nicht. Wir hauen uns noch ein Brahmin-Steak rein. Ein Glück sind wir nicht abhängig geworden vom Psycho. Das ist sehr, sehr ungemütlich. Schande. Kippenmensch und Scutum, aber das ist fast schon wieder zu billig, dafür, dass es so schwer ist. Das ist kein guter Deal. Wir brauchen ja nicht mehr jeden Schrott mitnehmen. Oh, hallo. Überraschung aus nächster Nähe. Schöner Sideflip, mein Freund. Mit kleinen Abzügen in der B-Note.
Vielleicht hier drinnen irgendwas. Feuer speichern nicht, dass wir uns hier die Seuche holen. Das sieht sehr verführerisch aus. Hier könnte man gut die Dinge verstecken, die es zu verstecken gibt. In den Tonnen, nein. Gut, dann spare ich mir die Strahlung. Und mach gleich hier weiter. Der da oben hat auch was Schönes für uns. Oh, der benannte Shish-Kebab. Alexos Shish-Kebab. Für die Liste. Definitiv. Na toll, jetzt habe ich den Lagerschlüssel. Klasse. Elite-Helm haben wir schon. Ja, haben wir alles. Alles gut. Wir können auch hier hoch, aber das bringt uns herzlich wenig. Da in die Lücke brauchen wir auch nicht rein. Hey, verfluchte Strahlung. Ich glaube, diese Höhle gilt als erkundet. Und wir haben schön RNK-Ruf aufgebaut. Nochmal checken, lokale Karte. Sieht ziemlich gesäubert aus. Wie auch ab. Waffe weg, denn wir brauchen hier nichts mehr zu befürchten. Third Person und so auch mal in der Höhle. Für mehr Immersion. Vielleicht ein bisschen näher ran. Genau so. Komm, komm, komm. Und dann rechts lang, wenn ich mich nicht irre. Und schon sind wir wieder draußen. Bei Nacht natürlich. Dann wieder zurück, bitte. Wir warten in der Höhle. Auf das Tageslicht. Das Gute. Wir haben 9 Uhr am Abend. Wir wollen 5.50 Uhr wollen wir haben. Das heißt, 12 minus 4 sind 8. Blub, 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 blub. Dankeschön. Mit der aufgehenden Sonne, wie sich das gehört. Wir wollen, wollen, wollen. Weltkarte. Darüber. Lucky Jim Mine. Schon wieder eine Mine. Können wir querfeld eingehen? Was ist das für eine Straße? Die führt uns nach Nelson. Naja, wir können nicht wirklich hundertprozentig jeden Weg ablaufen. Aber oh, ein RNK-Freund. Wir können davon ausgehen, dass diese Straße sicher ist. Gesichert durch die RNK. Die Herrschaft der RNK. Aber alles hat seinen Preis. Vorsichtig, da kommen die Nächsten. Jetzt richtig Bambule, ne? Ein Schlückchen trinken vorher. Richtig Bambule. Hier knallt die Legion auf die RNK. Hunger, Großhornfleisch. Wer ist da? Wer verflucht ist da vorne? Legion? Geckos? Gecko! Ist zu weit weg. Zu nah an der Kante. Ich brauch freies Schussfeld. Sonst wird das nichts. Oh, der Balken ist schon wieder da. Ich hab Teamspeak nicht ausgemacht. Mann, 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 Mann. Dafür sollst du büßen, du mieser Gecko. Ich mach ihn gleich weg, keine Panik. Diesmal wird er nicht so lange da sein. Ist mir direkt ins Auge gesprungen. Direkt ins Auge gesprungen. Ich hab ihn am Fuß erwischt, das zählt. Alles klar. Kurz richtig speichern. Ich meine den Balken hier oben links, ne? Den sieht man, ne? Der Balken ist weg in 3, 2, 1 und weg ist er. Weiter geht's. Oh, und wir steigen hier schön mit Regen ein. Aber hier sind noch mehr Geckos. Ist alles voll mit Geckos, Mensch. Deswegen hat uns Red Lucy hierher geschickt. Wegen der Gecko-Eier. Aber ich sehe keinen Gecko mehr. Ich will nur noch da in die Mine oben rein. Licht an. Eigentlich haben wir ja gewarnt, damit wir Tageslicht haben. Pustekuchen. Sowas von Pustekuchen. Gibt's hier ein Reinkommen in die Höhle? Nein, die ist zusammengestürzt. Also die Mine. Da oben ist der Eingang, richtig? Wir sind noch nicht dran vorbei. Nein, wir sind genau da. Lucky Jim Mine. Und alle sind tot beim Eingang. Sehr lucky, ja, das stimmt. Absolut. Ich glaube, wir müssen einen kleinen Schweif laufen. Einen extra Schweif. Gecko, ja. Ich muss euch natürlich noch looten, Mensch. Eure Haut wiegt fast nichts, bringt aber 25. Oh, noch nein. Vielleicht haben wir schon genug jetzt.
Vielleicht brauchen wir gar nicht zu den Nestern. Ein Dutzend. Wolltest du ein Dutzend? Ach ja, stimmt. Irgendwas war da, ne? Licht aus. Psch, hinter mir bleiben. Boah, ich hab dir voll auf die Schnauze geschossen. Du bist nicht tot. Das ist panzerbrechende Muni. Aber ich glaube, die sind gar nicht gepanzert. Und dann macht panzerbrechende Munition weniger Schaden als normale Muni. Sehr ungünstig. Vielleicht sollte ich nochmal die Muni wechseln, aber das war ja so ein bisschen, ne? Dank der zahlreichen Mods. Schande. Ja, weglegen, wegschmeißen, aufheben, aufheben. Nimmt er nicht, doch nimmt er. Auswählen. 6. Klicke die Klick-Klick. Muni-Wechsel. Und schon kann es weitergehen. Gecko-Ei. Feuer-Gecko. Da sind noch mehr. Wo ist der andere hin? Licht an. Licht wieder aus. Wir haben ihn gefunden. Over. Ich wiederhole, wir haben ihn gefunden. Wie komme ich denn da hoch? Ich muss zu der Hütte. Geht das von hier? Da, der Zipfel da. Hep, 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 hep. Spreng, spreng, spreng. Nee, das wird hier nichts. Warum kann ich nicht kraxeln wie in Breath of the Wild? Was ich immer noch nicht gespielt habe. Doch, das mache ich dann. Und zwar werde ich das mit Mod spielen. Wenn ich meinen neuen Rechner habe, mit einer CPU, die das auch hinbekommt. Und dann kann ich auch endlich richtig Videos rendern und nicht nur Containern. Dann kann ich endlich richtig schneiden und meine Videos nachbearbeiten. Ohne hier so behelfsmäßig hier während der Aufnahme zu cutten. Das ist manchmal schon wirklich sehr schade. Aber das wird eine schöne Sache, wenn es dann so weiter ist. Ja, dann habe ich auch eine mega krasse CPU. Einen neuen NASA-Rechner, wenn man so möchte. Aber das dauert noch ein paar Monate. Aber dann ist es soweit. Entweder mit einer 3080 Ti oder einer 3090. Aber ich habe gehört, die 3090 ist halt wirklich nur relevant, wenn man richtige 3D-Grafikbearbeitung macht. Und die Ti ist auch über jeden Zweifel erhaben. Hat halt ein bisschen weniger VRAM und ist nur ein Fitzelchen langsamer. Aber wirklich, da soll auch alles drin sein. Schön Cyberpunk nochmal mit Grafikmods und richtigem Raytracing. Also ich wäre bereit, auf jeden Fall nochmal ein paar Stündchen da zu investieren. Aber jetzt spielen wir ja kein Cyberpunk. Und dann kann ich auch die Aufnahmen in 4K machen. Nu Vegas, gemoddet in 4K. Hier war noch irgendwo eine Hütte. Die habe ich doch auf dem Berg stehen gesehen. Oder versuche ich hier schon gerade wieder hier irgendwas ganz Verzweifeltes? Nein! Ja, ich habe mich, glaube ich, verquatscht. Ach, ich wollte zu der Hütte. Ja, immer wieder diese Anekdoten. Kommen wir von hier aus in die Mine? Ja, kommen wir. Wir bereiten uns vor auf das Schlimmste, ultimativer Nahkampf. Raoul, folge mir. Hallo, ist hier einer? Ist das alles? Ich glaube, die Lucky Hole Mine ist nicht betretbar, aber das checken wir gleich nochmal draußen. Mit Hilfe der lokalen Karte. Pilot Light brauchen wir nicht. Aber wir brauchen andere, wichtige elektronische Bauteile, die wir hier aber nicht finden. Pressure Cooker. Nein, den brauche ich so wahr nicht. Wie spät ist es? Müsste doch eigentlich noch, sag ich doch, 8 Uhr. Ist nur ein bisschen düster. Wegen des Regens. Aber ist ja auch mal schön. So, Richtung Mine nochmal. Gibt es hier eventuell einen versteckten Eingang, den wir übersehen haben? Lucky Jim, mein Haus. Aber ich habe hier keinen weiteren Eingang gesehen. Okay, na dann bewegen wir uns Richtung Marker und killen die restlichen Geckos für die Eier. Ein Dutzend, glaube ich, war das. 12. Und ein halbes Dutzend waren. Genau, 6. Ja, wie Eier, stimmt.
wie Hühnereier. Ich vergesse das immer. Ich vergesse auch immer, was eine Dekade ist. Das waren 10 Jahre, ne? Eine Dekade sind 10 Jahre, oder? Naja, ist ja auch gerade nicht so wichtig. Wir sollen da hoch oder müssen wir von der anderen Seite kommen? Mach mal die Markierung bitte weg. Idi und Raoul, was ist los mit euch? Da kommen wir jetzt gar nicht so einfach rauf. Ich gehe noch ein Stückchen weiter, ansonsten ballern wir rüber nach Clarkfield. Und laufen das Stückchen nochmal runter, aber das wird dann auch viel, viel schneller gehen. Vermute ich jetzt mal.